Die Scarlett Hefner F3D-Brille lässt sich recht leicht verbinden. Dazu drücken wir die Power-Taste der Brille so lange, bis sich die Linsen der Brille verfärben. Dauert in der Regel bis zu 6 Sekunden. Da sehen wir die Brillen schattern auch schon. Und ein Entkoppeln der Brille erfolgt wieder durch Drücken des Power-Knopfes ungefähr für 2 Sekunden. Und die Brille deaktiviert sich auch direkt. Die Linsen schattern dabei nicht mehr. Bei der Black Diamond RF 3D-Brille erfolgt das Pairing ähnlich. Hier drücken wir die Power-Taste so lange, bis sich die Linsen der Brille verfärben. Die Brille lässt sich auch recht simpel entkoppeln. Wieder Power-Knopf für ungefähr 2 Sekunden gedrückt halten und schon schattern die Linsen nicht mehr. Kommen wir auch nun zur nächsten Brille. Das wäre eine DLP-Link 3D-Brille. Und zwar die Limehaven. Das Pairing erfolgt ähnlich. 3 bis 4 Sekunden gedrückt halten, bis sich die Linsen der Brille verfärben. Der DLP-Film läuft natürlich im Hintergrund. Da sehen wir auch die Linsen shuttern jetzt. Deaktivieren, kurz drücken auf die Power-Taste und schon deaktiviert. Kommen wir zur Bluehaven, auch eine DLP-Link 3D-Brille. Vom Design her 1 zu 1 wie die Limehaven, nur mit einer glänzenden Oberfläche. Und das Pairing erfolgt hier dann ähnlich. Wieder 3 bis 4 Sekunden gedrückt halten, natürlich wieder im Hintergrund den 3D-Film laufen lassen. Die Linsen shuttern auch schon. Das Deaktivieren erfolgt wieder über 1 bis 2 Sekunden der Taste gedrückt halten und schon sind die Linsen entfernt. Und zu guter Letzt kommen wir nun zu dieser 7G Black Diamond. Es ist auch eine DLP-3D-Brille, ähnlich wie die Black Diamond RF Pro, nur eben nur mit DLP-Technologie. Hier folgt das Pairing wie gewohnt auf der linken Seite mit dem Power-Knopf. Wieder länger gedrückt halten, bis sich die Linsen verfärben. Aus meiner Sicht auch eine sehr gute DLP-3D-Brille, da sie ein geschlossenes Design hat. Und das Entkoppeln erfolgt wieder durch die Power-Taste oben links. Ja.